Lieben, guten Morgen. Ich wollte euch meine Schminksammlung weiterhin zeigen. Und zwar habe ich jetzt so kleinere Paletten mal für euch. Das wird jetzt ein Teil, denke ich mal, mit den kleineren. Ich muss das aufteilen, weil das ist so viel Kram, sage ich euch um ehrlich, dass ich da nicht nachkomme. Ich trage mal mit euch zusammen die Lip Cream von Alverde auf in der Farbe Lip Cream 30 Intensive Beer Blackberry. Da ist die Schrift nämlich schon fast ab. Ja, wir befinden uns aktuell ja in unsere Schminksammlungszeit zeigen. Ich habe mir einen dicken Hoodie angezogen. Ich sehe es noch nicht an, die Heizung anzumachen, aber ich glaube, so langsam wird das Zeit. Ich habe hier eine Palette von Ashley Tisdale. Ich fange jetzt einfach an, sonst wird das nichts. Von Ashley Tisdale. Das ist Beach Goddess. Die finde ich wirklich wunderschön. Die Night Goddess habe ich, glaube ich, aussortiert. Ich bin mir nicht so sicher. Ich finde die wunderschön. Das ist wirklich eine total natürliche Palette. Gerne dazu, wenn ihr Wünsche habt, Swatch-Videos oder. Gerne in die Kommentare. Ich zeige euch dann die Paletten. Ich finde es wunderschön. Da ist wirklich alles dabei. Man kann die Palette mitnehmen und man ist geschminkt fürs Gesicht. Die hatte ich auch damals mal benutzt mit dem Pinselset zusammen. Das Video verlinke ich euch mal. Dann haben wir hier, das ist bunt gemischt, ne? Ich sortiere da jetzt nicht. Good to Glam to Gift a Damn Palette. Ich finde die, das Packaging so wunderschön. Ich habe mich so gefreut, dass sie in diesen Riesenpaket dabei war. Die wollte ich eigentlich Mama schicken. Und dann habe ich gedacht, meine Mutter schminkt sich so gut wie gar nie im Leben. Sie wollte ein paar Paletten oder sie wollte halt ein bisschen Schminkkram. Meine Mutter braucht eigentlich nur eine Palette und da muss alles drin sein. Ich glaube, ich gebe ihr irgendeine größere, dann hat sie alles. Man braucht nicht 10 kleine. Ich meine, ich geiz bestimmt nicht mit den Sachen, wo ich eh aussortiere, aus. Aber ja. Die finde ich sehr schön. Mir hat der Highlighter nicht ganz so gut gefallen. Er war irgendwie so aufgesetzt. Ich wollte euch eh ein Video dazu drehen, weil ich glaube, die sind doch im Standard, im Standardsortiment. Ja, wie gesagt, das Packaging ist unglaublich. Auch die Größe ist super zum Handhaben. Man hat wirklich so viele verschiedene Farben. 2, 4, 6, 8, 8 und 9 Lidschatten. Jetzt bin ich an meine Lippe natürlich gekommen. Ja. Gibt es doch gar nicht. Ja, geputzt habe ich natürlich nichts. Aber ich habe ja meine Labbe. Die Babyfeuchttücher sind der Knaller. Ja, so sieht das aus. Das ist NYX Ultimate. Das ist Smoke and Highlight. Ich wollte sie zuerst aussortieren, weil so dunkle Farben mir eigentlich nicht ganz so gut stehen. Ich finde auch heute bin ich so düster. Und ich wollte einfach nur was Neues ausprobieren. So sehen die Farben aus. Ja, aber man kann doch auch schöne natürliche Looks zaubern. Deswegen habe ich sie doch jetzt nochmal in meine Sammlung aufgenommen. Und ja, auch die rotbraunen Töne. Nur das letzte Mal war es irgendwie so wischiwaschi. Vielleicht hatte ich so null Bock, mich zu richten. Und das sieht man dann auch in meinem Augen-Make-up. Wie gesagt, die Paletten bleiben erstmal, wenn ich irgendwas dazu sagen kann. Ja. Dann haben wir hier noch ein uraltes Schätzchen. Das ist ein Quattro Eyeshadow von Essence. Ich liebe diese Töne und ihr könnt auch, glaube ich, ein Schema erkennen. Das auf dem kompletten Lid, das als Highlight und das in die Crease. Das war immer wunderbar. Dieser Ton, das ist so besonders. Der ist so schön braun. Also der ist nicht nur braun, da ist irgend so ein Schimmer da drin. Das changiert dann so oliv. Das sieht total schön aus zu den Augen. Ja, es passt sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Wenn es das noch geben würde, das ist die 05. Wenn ihr das auch daheim habt, packt es mal aus. Probiert es mal. Das sieht so klasse aus. Also jedes Mal, wenn ich das Ding benutzt habe, war ich echt zufrieden. Also es gibt einfach Paletten, da weiß ich ganz genau, die kann ich benutzen und da klappt es auf jeden Fall. Genauso mit dieser hier. Das ist die Nude. Von Make-up I Love Revolution in der Nude. Das ist so eine kleine Schokolade. Eine helle Schokolade. Schade, schade, Schokolade. Ja, die riecht auch tatsächlich nach was. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass es nach Schokolade riecht. So sieht es aus. Wunderschöne Töne. Also wirklich eine To-Go-Palette. Ja,
Eine richtige To-Go-Palette gefällt mir richtig gut. Ich habe im Hintergrund noch Baustelle. Also wundert euch nicht, ich habe ja auch mein ganzes Nagellackregal abgenommen, weil es ist einfach zu groß. Also es ist irgendwie so wuchtig. Ich weiß nur nicht, ob ich es behalte und andere Sachen noch mit reinmache oder ja, ich bin da noch im Zwiespalt. Dann haben wir hier eine Palette, die habe ich bei Amazon bestellt. Das ist so eine Art Morphe Dupe. Ich habe es mir bestellt natürlich wegen dieser zwei Knallerfarben hier, Orange und Rot. Es geht immer. Die Schimmertöne sind ganz toll und das Rot. Das Lila zum Beispiel gefällt mir da aus der Palette überhaupt nicht. Das hat so einen komischen, ja, Effekt, sag ich mal. Aber die unterste Reihe und sag ich mal so die Schimmer, Lidschatten, die gehen auf jeden Fall ganz gut. Das ist übrigens 12K-Palette, heißt das. Gute Schätzchen hier, hallo. Ja, auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Dann Wild and Chilled. Passt irgendwie zu mir. Von Biche Cosmetics, neuen Color. Ich finde, das ist natürlich eine absolute Sommerpalette, ne? So Schimmer, Glimmer. Wirklich sehr, sehr tolle Töne. Auch das Oliv. Wirklich sehr, sehr schön. Auch dieser Peach-Ton, der ist so wunderschön. Krümel, Krümel. Erst wollte ich sie aussortieren, aber nicht, weil sie so schlecht ist, weil ich einfach den Überblick durch so viel auch verliere. Und immer gerne einfach ja auch Neues ausprobiere. Und es muss ja nicht alles gehortet werden, sondern jemand anderes freut sich ja drüber. Ja, genau, so sieht es aus bei mir. Dann habe ich noch eine von, ah ja, die habe ich noch gar nicht mit euch ausprobiert. Das ist die Catrice Bronze. Die wollte ich unbedingt ausprobieren. Ich muss mal in DM gucken, ob es die noch gibt im Handel oder online schauen. Die finde ich wunderschön. Die hat so tolle für grüne Augen Looks. Also ich habe eigentlich braungrüne Augen. Aber wenn man genau im Sonnenlicht schaut oder sowas, schimmert es schon ein bisschen grün. Und wenn ich dann so, wenn ich dann so lila und rosa Töne schminke, dann kommt einfach das mega gut raus. Und so rötliche. Ich finde auch die Pigmentation, die Pigmentierung ist super. Also ich muss mal gucken. Also ich finde es echt richtig schöne Töne. Ich muss mal unbedingt einen Look kreieren und da ist mal wieder eine Palette, die nicht nur Schimmer enthält. Das kann ich nämlich gar nicht nachvollziehen, so wie mit dem kleinen Scheißerchen. Das ist von Smashbox. Ich habe, was ich mir dabei wieder gedacht habe, keine Ahnung. Da sind die Synapsen wahrscheinlich ausgefallen. Das ist so ein kleines Scheißerchen hier. Wirklich super schöne Töne. Vor allen Dingen sind das so jonglierende. Zum Beispiel dieser Weiß ist gar kein Weiß, sondern da kommt Rosa raus. Also jetzt doch, das kann man ganz gut erkennen, dass da Rosa rauskommt. Dann das Lila ist auch nicht wirklich lila. Die Pigmentierung, für das das so ein kleines Scheißerchen, ich glaube, 28 Euro kostet. Nee, das ist total der Boom. Boom. Nee, würde ich nicht machen. Also ich behalte sie noch. Vielleicht sortiere ich sie irgendwann aus, wenn ich ein Tauschpaket mache und mit einem High-End-Produkt oder sowas. Dann ja, aber sonst möchte ich sie jetzt nicht einfach so abgeben. Und dann haben wir eine PPQ, Myself and Ice Palette von Sleek. Was diese hier macht, keine Ahnung. Die sieht so aus. Das ist ein uraltes Schätzchen. Das hatte ich mal bei Kleiderkreisel vor 2 Jahren erkreiselt. Ich finde das richtig geil. Da hat die Pigmentierung richtig gut gestimmt. Also ich würde nicht sagen, dass Sleek richtig schlecht ist, aber hat sich verschlechtert. Seitdem diese Formulierung nicht mehr da ist mit diesen Gerauten, ist die Pigmentierung einfach, also ist das Pen so hart gepresst. Das stört mich. Ja, aber die Farben sind natürlich mal wieder der Knaller. Gerade diese Grüntöne, dieses Rot, das ist wirklich ein Knallerrot. Dieses dunkle Aubergine, dieses Dunkelgrün, richtig geil. Ich kann es einfach nicht abgeben. Ich kann es nicht. Und damals habe ich, glaube ich, 15 Euro sogar für die gezahlt oder 18, weil sie nicht mehr im Handel ist. Irgendwie sowas war es. Dann haben wir hier Paraguayan. Das ist nur Rottöne von Sleek. So liest man das. Ja,
mega geile Schätzchen, auch bei Kleiderkreise. Da war eine, die hat ihre Sammlung aufgelöst und ich natürlich musste das. Das ist für mich auch eine absolute Sommerpalette, weil da ist nichts, nichts. Da könnte man schöne Peach-Töne zaubern oder ja, einfach tolle Looks mit kreieren, wenn der Sommer auftaucht. Also wenn er wieder auftaucht, wirklich alles Peach. Und ja, schön, schöne Töne. Möchte ich auch nicht abgeben. Mit Umverpackung sogar. Und dann haben wir von Catrice hier so eine zusammengestellte Palette. Die hatte ich auch damals bei Kleiderkreisel erworben. Ich habe irgendwo noch einen einzelnen Monolidschatten. Den würde ich nämlich gegen dieses Blau tauschen, weil ich bin absolut keine Blauträgerin. Ich finde, das steht mir nicht. Ist aber ein doch schon recht knalliges Blau, obwohl es ziemlich lila-stichig irgendwie ist. Also seht ihr das noch so? Rosa, lila Schimmer dabei. Ja, das sind tolle Lidschatten. Kann ich euch wirklich auch empfehlen von Catrice. Die Pigmentierung ist klasse. Also wirklich, das sind zwei Töne, vielleicht noch mit dem dritten, die ich auch tragen werde. Ansonsten muss ich einfach dieses Blau aussortieren, wenn ich den einen Monolidschatten von Catrice, den ich euch unterschlagen habe in meiner Monolidschattensammlung, mal zeigen. Ja, dann haben wir von Backstage. Damals hat Elisa so einen Online-Shop empfohlen gehabt, den es irgendwie teilweise nicht mehr gibt. Ich weiß das nicht mehr. Der war super. Da gab es immer so Schnäppchen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Echt nicht. Muss man bei ihr in den alten Videos gucken. Und dann habe ich diese da für 10 Euro oder sowas ergeiert oder für 8. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt diese Qualität mal testen. Das ist die Classic-Version. Gut, ich habe meistens ausschließlich, wie ihr euch denken könnt, nur diese drei Töne benutzt. Aber tatsächlich habe ich auch mal den hier verwendet. Ja, ich finde die Qualität ist überragend. Also wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht überall im Gesicht krümelt, weil das so gut pigmentiert ist. Und ich wische mir generell jedes Mal, also ich schminke meine Augen immer zum Schluss. Ich kann es euch eigentlich nur empfehlen, einfach gut Puder drunter zu machen und dann schön später, wenn ihr fertig seid mit allem und das weggewischt habt, dann einfach nochmal ein Spray drauf. Dann setzt sich das Puder, dann sieht die Haut nicht mehr nach Pudergeschichte aus. Ich bin komplett matt, ja, bis auf mein Highlight. Aber trotzdem nicht so totmatt irgendwie, finde ich persönlich. Ja, ist ja immer so Persönlichkeitssache. Dann haben wir hier von Too Faced eine Cat Eye Palette. Ja, die musste ich unbedingt haben wegen den Cake Eyeliner hier. Das sind ja Cake Eyeliner, die aktiviert man entweder mit Wasser, mit Fix Plus oder sonstigen Wässerchen. Ich muss sagen, mir haben die Töne hier irgendwie nicht so richtig, die sind nicht so... Dieses Lila ist nicht ganz so stark pigmentiert wie jetzt die anderen Töne. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ja mal irgendwie ein Hardpen gegeben oder weiß der Geier was. So, also man kann auf jeden Fall damit arbeiten und gerade ich habe es mir geholt wegen den Cake Eyeliner. Ich finde das immer ganz klasse. Den Braun habe ich schon benutzt. Ja, das war's. Den Braunen habe ich schon benutzt als Cake Eyeliner, denn ich habe hier auch noch ein paar Schätzchen. Das kommt eigentlich in die Eyeliner, ne? Geschichte rein, aber ich habe es hier drin. Das sind von Kryolan Cake Eyeliner. Wie ihr seht, habe ich da auch was benutzt. Also es ist nicht so, dass alles in meiner Sammlung ist, aber ich nie was benutzt. Ich habe alle bis auf das Grau benutzt. Ich muss sagen, natürlich sind sie nicht wasserfest und wenn der Herbst ist oder der Sommer oder weiß was ich, wenn man schwitzt und dann läuft einem die Brühe runter, da habe ich noch nicht die Lösung. Vielleicht gibt es ja auch von Kryolan irgend so eine Anmische, wo man benutzen kann, wo man halt einfach, ja, wo man es aktivieren kann, dass es halt eben nicht, dass es halt eben wasserfest ist. Das ist übrigens das Set, hier klebt Tesa dran, das Standard 2 Set und dann habe ich noch Standard 1. Ja. Hier, da habe ich tatsächlich noch gar nichts verwendet, wirklich aber so schöne Farben. Also wie gesagt, das ist Standard 1, das ist schwarzbraun, dann ist so ein rötliches, wie heißt denn das da?
Aubergine, Blue und Grey. Ganz, ganz tolle Farben. Kann ich euch nur ans Herz legen. So eine Palette, wenn ihr besser damit klarkommt, euren Wimpernkranz nur zu verdichten, braucht ihr auch gar keinen Gel-Eyeliner, sondern reicht euch das. Nur wenn man diesen Wink zieht, dann läuft das ja einem runter, ne? Ich habe auch manchmal, wenn mein Auge tränt, läuft es direkt hier in die Falte und dann bleibt es da. Genau, ich habe viel zu erzählen. Dann 2016 im Sommer meine liebste Palette, einfach für To-Go-Look. Das kann ich wirklich allen empfehlen. Kann ich sehr, sehr schön damit arbeiten. Gefällt mir richtig gut. Das ist die Cairo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Matt-Palette. Und zwar sind das so bräunliche Töne drin. Also braun und grau und so khaki angehauchtes. Und dann dieses wunderschöne Rotbraun. Schaut mal. Da habe ich auch wirklich viel mit gearbeitet, muss ich sagen. Denn es gab in der Zeit noch nicht so viele Paletten mit Rot. Braunen Tönen drin und ich mochte das schon immer. Also seitdem ich mich daran erinnern kann, dass ich YouTube mache, mochte ich das schon immer, dass ich rotbraun in der Lidfalte hatte. Das sah einfach immer toll aus. Man konnte super das in die Crease, das in die Lidfalte noch verstärkt, das am unteren Wimpernkranz und auch in der Lidfalte verstärkt und dann einfach einen hellen matten Ton, so wie ich heute diesen grünen aufgetragen habe, einfach in die. Wie heißt das? Oh, aufs bewegliche Lid, Mensch. Wirklich, und die Qualität von Kryolan, ich muss schon sagen, das lohnt sich. Das ist wirklich, das ist ja Theaterschminke, soweit ich es kapiert habe. Die sind so mega pigmentiert. Also wenn ihr dabei Kleiderkreisel oder auch eBay Kleinanzeigen was ergattern könnt, probiert es mal aus. Die Palette gibt es schon für 8 Euro. Habe ich gesehen, denn ich wollte noch eine rötliche Palette, weil ich es gesehen habe, wirklich schön. Man kann sehr gut die verblenden und sehr gut damit arbeiten. Jetzt reicht das Geschwätz mal. So, zwei Lidschattenpaletten noch von Kryolan. Einmal ist es die Paris. Das sind lila und rosa Töne. Das finde ich richtig schön. Mag ich ja auch. Ich stehe ja auf Lila, weil es eben das grüne Auge so betont. Und tatsächlich, dann habe ich eher grün-braune Augen wie braun-grüne Augen. So, und dann, wenn die Sonne noch drauf fällt, sieht einfach klasse aus. Auch die ist natürlich gut pigmentiert. Keine Frage. Na, die wollen nicht oder was heute? So. Also sie ist gut pigmentiert. Ich hatte sie nur schon länger nicht mehr in meinen Händen. Ja. Sieht ein bisschen patchy. Tut mir leid, irgendwie habe ich einen trockenen Hals. So. Also wenn ich sie schon mal in die Hand nehme, dann mache ich sie auch mal sauber, ne, mit meinem Labbe hier. So, dann kommen wir zu der letzten und das ist Spezial Filling. Die habe ich mir ausschließlich wegen welchen Ton gekauft? Jawohl, den hier. Der hat mir so gut gefallen und dann die Zusammenstellung fand ich ganz klasse. Dieses Grün mit dem hier und dem hier. Wirklich ganz, ganz klasse und so heißt das Spezial Filling. Mein Gott, hier. Ganz tolle Tönchen. Kann ich euch nur Kryolan mal ans Herz legen. Die Dinger habe ich schon vergessen, dass ich sie überhaupt habe. Ja, dann haben wir Pixi bei Petra. Ich muss sagen, ich verstehe diesen Hype überhaupt nicht, dass es so scheiße teuer ist. Diese Palette kostet ja irgendwie um die 20 Euro. 18, 20 Euro. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Die hier geht noch. Ich habe da noch eine, die nicht ganz so. Entweder haben die Pinsel wieder mal nicht harmoniert. Oder das ist jetzt Vorführeffekt, aber ich fand die nicht gut. Also ich fand die irgendwie nicht so gut. Aber jetzt haben sie richtig Bums. Ich meine, mein Handrücken ist auch etwas feucht gewesen. Probieren wir es mal. Ja. Keine Ahnung. Also ich fand es irgendwie nicht so im Auftrag gut. Ich muss mal andere Pinsel benutzen. Ja.
Keine Ahnung, was ich dazu sage. Und dann gibt es da noch einen Applikator. Ich weiß nicht, also in der heutigen Zeit braucht man ja bestimmt in keiner Palette einen Applikator. Ich meine, es gibt schon ein paar Looks, die man schön mit dem Applikator machen kann, aber nee. Dann haben wir Trended Up. Diesen kleinen Scheißerchen, da regt mich schon auf. Das war letztes Mal so patchy alles auf dem Auge. Das war alles nicht mehr feierlich. Das sah einfach nicht schön aus. Das Grün ist mega pigmentiert. Ich muss euch sagen, das ist das grünste Waldgrün, was ich kenne. Ich habe doch noch einen irgendwo Waldgrün. Ja, ich finde es aber mega pigmentiert, ja. Also das. Aber die schimmernden, ich weiß es nicht. Da kommt nicht so viel Wumms. Es kommt einfach nicht so viel Wumms ans Auge, wie jetzt auf den Finger. Ich kann aber nicht Blendefarben ins Auge, auf den Finger machen und dann verteilen. Also als ich sie mit euch zusammen verwendet habe, da war übrigens das Video auch total, da war eine Datei beschädigt. Ich wollte es jetzt aber nicht nochmal abdrehen. Ist halt einfach so. Das kostet ja auch alles Zeit. Und ich will euch ja so viel wie möglich zeigen, aber wenn ich jetzt das alles zusammenzähle, dann brauche ich ja jeden Tag 360 Tage, die im Jahr Zeit dafür. Das hat man einfach nicht. Dann ein wunderbarer Schatz hier. Also die kann ich so semi empfehlen. Eigentlich lasst die Finger davon. Es gibt schönere Paletten. Lasst einfach die Finger von dieser 5-Euro-Geschichte und kauft euch lieber für 10 € was Gescheites. NYX. Full Trottel. Trottels. Eis. Easy on the Ice, das ist eine wunderschöne Palette für den Alltag auch. Schön einen schönen khakifarbenen Ton. Dann hier ja, so ein Goldbronze, ein Dunkelbraun und ein Hellbraun. Zwei matte, zwei schimmernde. Genau, das ist die perfekte Palette. Matte Ton zum Ausgleichen oder ja, in die Lidfalte. Dann das ein bisschen drüber zum Verdunkeln. Das auf die auf dem beweglichen Lid oder das. Oder beides gemischt als Holo-Eye. Mega geil. Also die kann ich wirklich empfehlen. Ich habe eine aussortiert in Lila. Die mag ich nicht so. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann ich euch ja mal irgendwann mal meine aussortierten Geschichten zeigen. Dann auch ein Schatz, das ich sehr, sehr gerne mochte. Riot. Color Riot. Richtig geile Palette. Also das ist wirklich einer der wärmsten Paletten. Klein Scheißerchen. Orange ist leicht schimmernd. Also so eher sheen-mäßig. Dann haben wir zwei matte, und zwar das Rot und das Braun, was ja auch logisch ist. Was bringt mir einen dunkelbraunen Schimmer? Wirklich tolle Tönchen. Krümeln gerade ein bisschen, aber wirklich schön, habe ich gerne benutzt. Deswegen darf es auch noch bleiben. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was gehen darf. Dann habe ich hier von NYX, von den Trottels da, das hier. Das ist Explicht oder so. Ich kann es nicht aussprechen. Zunge Pressure. Das ist auf jeden Fall ein schimmerndes Braun mit ein bisschen Glitzer. Das seht ihr. Das Glitzer fällt aber gar nicht auf. Dann haben wir hier drei matte Töne und eben dieses Braunglitzer. Ich finde es schön. Ich mag diese waldgrünen Farben einfach. Genau. Lasst die Finger davon und guckt lieber nach dem hier. Ja, da habt ihr auch viel mehr Auswahl. Ich brauche keine Palette, die komplett ein Farbschema hat, also grün. Ich finde es zwar klasse, dass sie so mini sind, aber wenn sie nicht funktionieren, dann lieber lassen. Schaut mal, auch ein richtig geiles Waldgrün. Also packt mal eure Schminkdinger aus und guckt, was ihr habt. Vergleicht, swatcht. Das macht irgendwie so Laune, die alten Schätze wieder auszupacken. Dann im Samttäschchen kommt von Make-up Revolution Resilient Palette Day. Das macht man dann hier so auf wie eine kleine Schatulle. Und dann hat man den kleinen Scheißerchen. So sieht es aus. Da sind vier matte und ein schimmernder. Ich muss sagen, das habe ich mir damals gekauft, weil die Bärbel, sehr logisch, Bärbel Schäfer das empfohlen hat. Ich verlinke ihr Kanal. Ich finde sie klasse. Das ist, zwar sage ich mal, einfach nicht meine Altersgruppe, aber die macht so klasse Videos. So natürlich und so, ja, sympathisch irgendwie. Mag ich sehr gerne. Ich habe hier ein bisschen Humbug gebaut. Und die hat das, glaube ich, mal empfohlen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kommt auch so ein kleiner Blenderpinsel und so ein kleines Ding. Also wenn man wirklich für den Tag sich fertig machen will im Büro,
kann man das super gern verwenden. Ja, ich muss mal erstmal die Sauerei hier wegmachen. Meine Finger. Und ich wäre nicht ich, wenn ich auch die Night Edition hätte. Ich wollte sie aussortieren, weil ich sie wirklich nie benutze. Aber die sind so süß. Und die Night Edition ist genau das Gegenteil. Es hat nämlich vier schimmernde, was da die Logik ist. Keine Ahnung. Aber die sind zum Beispiel sehr so cremig. Ja, ich würde schon sagen cremig. Aber sehr gut pigmentiert. Also wer da einfach mal schon die Augen offen gehalten hat, der kann sich das gerne anschauen. Also die Night Edition gefällt mir ein bisschen besser, weil da eben Schimmerdinger sind. Aber da bräuchte ich eben, die ergänzen sich super. Wenn man mit der Day morgens arbeitet, kann man nachts dann ein bisschen drauf patschen. Funktioniert super. Dann haben wir von MUA Makeup Academy Matte Palette. Die wollte ich, ich hatte der Niki eine mitgeschickt. Die hat um die 3, glaube ich, gekostet oder um die 5 Euro. Und die hier hat um die 3 Euro gekostet und für 3 Euro ist die super. Schaut mal, also wirklich, da wird nichts fleckig. Ich habe sehr gerne mit ihr gearbeitet. Sehr gerne für den Alltag, was einfach funktioniert. Also ich mag Paletten nicht, wo es so anstrengend ist, die zu verblenden. Da macht es keinen Spaß. Da, meine Kontur sieht so hart aus, gell? Ja. Es macht einfach keinen Spaß und ich sehe ein bisschen müde aus, weil ich tatsächlich auch müde bin. Ich bin gestern erst um 2 ins Bett, 1:30, 2. Bin ich bei Sophia Miss Muffin, glaube ich heißt sie, die verlinke ich euch auch mal. Die macht auch ganz klasse Video, gerade nicht so aktiv, aber auf Instagram hat sie gesagt, ist sie aktiv. Die habe ich auch abonniert. Miss Sophie, Frau Muffin. Ja, die hat mich gestern in den Schlaf geredet, es war so entspannend. Ich mag ihre flippige Art einfach. Dann haben wir von Elf, kennt ihr die noch? Die ist ein bisschen vergilbt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Lidschatten, aber das sind alte NYX-Lidschatten. Die gab es damals mal in so Paletten, in so Dreierpaletten. Und ich habe mir die besten Farben halt rausgepickt, wie ich so bin. Und benutze sie natürlich fast nie. Also die kann ich eigentlich auch aussortieren. Die, ja, ich sortiere sie mal aus. Der einzelne Lidschatten mal. Dann haben wir hier noch 5 Stück. Die habe ich auch aufgehoben, weil es halt eben besondere Farben sind. Hier ist einmal Satin Taupe von MAC. Den vergesse ich eigentlich. Den benutze ich eigentlich fast nie. Warum eigentlich nicht? Ja, das war, ich war mit meiner Mama in Hamburg. Also meine Mama lebt ja in Hamburg. Und ich war bei ihr. Da war meine Tochter ungefähr so 3, vielleicht 2,5. Die hatten gar keinen Bock. Und ich wollte unbedingt in MAC Store. Das war vor 5 Jahren. Nee, Quatsch. Meine Tochter ist ja keine 8. Sie ist ja 9. Das war vor 6 Jahren. Die wird jetzt 10, vielleicht vor 7 Jahren. Und ich, oh geil, MAC war so gehypt. Heute redet fast keiner mehr von MAC. Ja, war total unnütz. Ich habe ihn oft benutzt. Der ist mir dann auch zerbrochen und musste ihn neu pressen. Das hat mich dann genervt. Ist aber eigentlich schon eine schöne Farbe. Gerade weil so One Shadow Look geht. Weil es eben so jongiert ins Lilane. Ja, musste aber nicht unbedingt sein. So, ihr Lieben, ich wäre dann auch fertig. Das sind die kleinen. Ja, dann kommen die Sleek-Paletten und wir haben einige Videos noch vor uns. Und Lippenstifte und Lipglosse und sowas, die klettern. Ja, hier kommt wirklich nur diese eine Palette hier raus. Die benutze ich einfach nicht. Soll sich jemand anderes mal dran erfreuen. Also gut, ihr Lieben, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, meine Schminksammlung hat euch soweit schon gefallen. Und ich bin ganz glücklich über sie, dass ich sie habe und dass ich mich da austoben kann. Das ist einfach meine Oase, sage ich einfach mal. Das ist mein Bereich, da darf auch keiner rein. Also das hier, was ihr seht, ist alles meins. Und es bleibt auch meins. Das ist das, was ich mir nicht nehmen lasse. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!